Frage ist ja eigentlich, wenn wir jetzt über den Bundesvertrauensleuteausschuss reden, warum gibt es den überhaupt? Unser Ziel ist dort im bundesweiten Vertrauensleuteausschuss ein gemeinsames Verständnis, einen gemeinsamen Blickwinkel auf die Realität zu bekommen. Es wird inhaltlich diskutiert und sicherlich auch kontrovers. Wir wollen eine Diskussion und die machen wir auch. Das ist auch meine Aufgabe mit hier als bezirklicher Sprecher, dass wir unsere Meinung, die wir in den Bezirken gebildet haben, dem Vorstand mitteilen. Das ist eigentlich ein genialer Kommunikationsfähig. Da sind die Vertrauensleute immer ganz überrascht und erstaunt auch, dass ich sage, so, dass die Probleme, die wir hier vor Ort haben, die kann ich bis nach Frankfurt tragen. Bis in den Ausschuss, bis zum Vorstand kann ich persönlich das nach oben tragen. Die Aufgabe des Bundesvertrauensleuteausschusses ist eigentlich eine Koordination oder eine Richtlinie zu geben, um die einzelnen Bezirke dahingehend zu informieren. Um einen gemeinsamen Blick darauf zu bekommen, wie die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in den unterschiedlichen Bezirken der IG Metall deutschlandweit in der Realität auch sind. Ich denke auf jeden Fall, das Thema Leiharbeit ist durch Diskussionen mit Vertrauensleuten entstanden. Bei der Operation Übernahme, die ja eine Jugendkampagne der IG Metall ist, haben wir uns im Bundesvertrauensleuteausschuss insgesamt mit prekären Beschäftigungsverhältnissen auseinandergesetzt. Das war ja eine bundesweite Kampagne und das haben wir in Kiel und im Bezirk dann auch massiv mit begleitet. Der Aufschlag ist eben dann hier im Ausschuss gekommen, dass wir das vorantreiben wollen. Dass man nicht nur Gewerkschaftsarbeit im Betrieb macht, sondern dass man halt auch an die Bevölkerung geht und zeigt hier, ne, wir als Gewerkschaft, wir finden das nicht in Ordnung, was da läuft. Und es ist der IG Metall bundesweit erstmalig gelungen, die Einsatzbedingungen zur Leiharbeit in einem Tarifvertrag zu regeln. Da haben wir wirklich was Sichtbares erreicht. Das motiviert natürlich auch für die ganzen ehrenamtlichen Helfer. Wenn da nachher im Endeffekt sowas bei rauskommt, dann weiß man, dass sich die Mühen auch lohnen. Möglichkeiten der betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit, das ist Thema im Bundesvertrauensleuteausschuss. Durch diese Öffentlichkeit, die wir erzeugt haben, haben sehr, sehr viel positive Resonanz von den normalen Leuten, die da vorbeigegangen sind, bekommen. Das kommt am besten an, wenn eben der ganz normale Werker oder Angestellte aus dem Betrieb, der dann auch konkret mit den Leuten reden kann, das kommt viel, viel besser an, als wenn man da irgendwelche Profis hinstellt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise im Oktober 2008 kam sehr überraschend. Es war uns in der IG Metall sehr schnell klar, dass so wie die Arbeitgeber 1993 in der letzten Krise reagiert haben, indem sie sofort Personal abgebaut haben, dass wir das auf jeden Fall verhindern müssen. Das Thema Wirtschaftsdemokratie, das sollte schon mehr Beachtung finden, gerade weil wir alle wissen, die nächste Krise kommt bestimmt. Es geht eben faktisch darum, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, aber auch Betriebsratsgremien tatsächlich in wirtschaftlichen Angelegenheiten mehr Mitbestimmungsrechte haben sollten, um dann eben auch entsprechend agieren zu können. Und dementsprechend war die klare Positionierung bundesweit, dass wir in der Krise die Beschäftigungssicherung ganz oben anstellen. Und das hat sich jetzt im Nachhinein als die Grundlage für den späteren wirtschaftlichen Aufschwung auch bewahrheitet. Die Herausforderungen in der Arbeitswelt werden für uns sein, wie wir es ermöglichen können, dass die stetige Leistungsverdichtung, die seit Jahrzehnten letztendlich zunimmt, so reguliert werden kann, dass die Beschäftigten gesund und aufrecht auch wieder aus einem Unternehmen ausscheiden können. Ich möchte, dass die Gewerkschaft ein stärkeres Augenmerk darauf legt, was quasi an Arbeitszeitentgrenzungen stattfindet. Diese neue Arbeitswelt, die da entsteht, wo wir das Problem haben, dass auch immer mehr Leute quasi gar keinen Arbeitsvertrag mehr haben mit der Firma, für die sie arbeiten, dass man als Betriebsrat oder auch Vertrauensleute in der Situation sind, dass sie viele Kollegen haben, für die sie eigentlich gar nicht mehr zuständig sind. Alle quasi so als kleine Unternehmer für sich rumlaufen. Ja, wenn wir da mal stärker raufgucken würden, dann würden wir auch feststellen, dass sich durchaus auch sehr viel mehr Jobs schaffen lassen würden. Ich
Ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wo ich sagen kann, dass es ohne vertrauensvolle Arbeit nicht so eine Gewerkschaftsbewegung geben würde, weil dieser Apparat einfach zu groß und letztendlich auch zu starr ist. Es braucht Bewegung, es braucht Menschen, es braucht auch junge Menschen, die sich engagieren. Wir haben bei uns im Betriebsrat einen Kurde. Und wenn der dann mal berichtet, auch auf einer vertrauensvolle Sitzung, wie das bei denen aussieht mit Gewerkschaften und dass die verfolgt werden und Angst um ihr Leben haben, dann ist das Nutzen still, dann hören sie auch genau zu. Und dafür sind wir eben auch da, dass wir da eben aufpassen, dass wir auch weiterhin ein freies Land bleiben und da gehören einfach Gewerkschaften dazu. Aber natürlich, was uns als Vertrauensleuteausschuss, also was unser ureigenstes Thema ist, was uns immer beschäftigen wird, ist das ganze Thema Mitgliederentwicklung. Also wie bleiben wir überhaupt in der Situation, dass wir eine starke, durchsetzungsfähige Gewerkschaft sind? Wir sind eine bundesweite Organisation, wollen auch bundesweit Tarifverträge zur Gültigkeit bringen und dann müssen wir auch den Blick auf das Ganze haben. Das ist mein Antrieb, die Welt, die Arbeitsbedingungen, die Tarifbedingungen so zu verändern, dass es menschenwürdig ist und dass man vernünftig arbeiten kann.